Wir begrüßen euch zum neuen Design von Gaming Clerk 2.7. Richtig ist das. Richtig ist das. Als hättest du es geübt. Als hätte ich das schon mehrmals gemacht und wir würden die Aufnahme zum fünften Mal machen. Wer auf gamingclerks.de heute surft, der wird gleich merken, da hat sich doch was getan, denn hier prangert es ja schon dick an, Originals und Netzwerk. Wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen, das Netzwerk-Feature oder wir nennen es einfach mal Feature, ja? Ist es ja. Es ist ein Teil von Gaming Clerks im Grunde. Gaming Clerks Netzwerk ist im Grunde eine Obermarke für alles, was wir irgendwo gut finden. Oh, jetzt ist es schon eine nicht Marke. Nicht von uns ist. Ja, theoretisch ist es ja eine Marke. Es ist ja eigentlich irgendwo ein Label sozusagen für etwas. Genau. Sowas wie eine Produktionsfirma ohne Produktion. Die Netzwerkvideos, das sind einfach Videos von unseren Partnern, wenn man so will, oder Netzwerkpartnern, wie auch immer man das jetzt formulieren will. Aktuell ist das nur der liebe Kai, beziehungsweise The Emero. Das heißt, alle Videos, die er aktuell über seinen YouTube-Kanal publiziert, die werden bei uns automatisch mit ins System eingetragen, aber natürlich hier als Netzwerk gelistet. Damit wollen wir auch noch mal einmal klar sagen, die Netzwerkvideos sind etwas Eigenes. Kai jetzt mal ausgenommen, aber bei allen Netzwerkpartnern, die jetzt hinzukommen, das sind wirklich Netzwerkpartner und keine Gaming-Clerks, Redakteure, Mitglieder, wie auch immer. In dem Sinne. Das ist ganz wichtig. Kai ist die große Ausnahme, einfach nur, weil wir wollen das Ganze ausprobieren. Und Kai ist eigentlich recht praktisch, weil er macht eigentlich normalerweise nur Let's Plays. Und genau das fehlt theoretisch auf der Seite. Wir haben zwar jetzt unser Format Let's Play, aber dennoch, Kai macht ja noch mehr als jetzt nur Outland. Deswegen passt das sehr gut. Das ist auch die zweite Thematik, die wir gleich ansprechen können zum Thema Netzwerk. Und zwar, wir möchten bei den Netzwerken möglichst viel nicht nur kreativen, sondern guten Content haben, den wir halt so aktuell nicht liefern könnten. Höchstwahrscheinlich meistens, zumindest aus Ressourcengründen. Let's Plays ist ein Thema. Vielleicht kommt auch noch mal ein zweiter Let's Player dazu ins Netzwerk. Mhm. Aber dann wäre bei uns schon Schluss. Ja. Weil dann wollen wir zum Beispiel Leute drin haben. Ein gutes Beispiel wäre einfach Retro. Wir haben einfach sehr wenig Retro, beziehungsweise eigentlich kein richtiges Retro-Format. Und wenn wir es mal thematisieren, dann ist es vielleicht ein Bericht oder so, aber das ist ja auch eher nebenher. Und jetzt zum Beispiel irgendjemand dabei zu haben, der Retro-Videos macht, das wird zum Beispiel eine richtige Bereicherung für diese Gaming Clerks Hauptseite, weil dann könnten auch die Leute, die immer sagen, ey, wir wollen mal Retro haben, auch mal da was Wunderbares sehen. Genau, darum geht es größtenteils sozusagen, unseren Horizont zu erweitern, ohne dabei, dass wir uns eben noch mehr bemühen müssen, weil aktuell machen wir schon 2 Videos pro Tag und das ist schon am Limit. Und im Hintergrund ist ja auch noch Arbeit. Ja eben, im Hintergrund ist eben auch noch extrem viel Arbeit, vor allem aktuell kommt auch noch sehr viel Arbeit auf uns zu. Genau. Deswegen brauchen wir halt momentan ein wenig Unterstützung und dann dachten wir uns, hey, wir machen einfach Folgendes, wir suchen einfach Leute, die größer sind und auch vor allem kleine Leute sehen das große Ding, weil es gibt wirklich sehr gute... Hier müssen wir Kai kurz ausklappern. Ja, Kai ist so ein bisschen größer, aber wir reden einfach von Leuten zum Beispiel, die haben nur 200 Abonnente, aber die machen wirklich verdammt gute Videos. Die setzen sich hin, denken sich einen Text aus, haben ein Mikrofon, das ist okay, sie haben eine wundervolle Stimme und eine Aussprache und können auch schneiden. So, genau. Aber die haben eben nur 200 Abos, weil natürlich Let's Plays in Deutschland vor allem viel besser laufen. Dennoch machen sie hochwertigen, qualitativen Content. Und genau diese Leute wollen wir auch gerne mit ins Netzwerk aufnehmen. Die wollen wir nicht ausschließen. Die Abonnentenzahl ist komplett egal für die Netzwerkgeschichten. Genau. Da geht es wirklich nur um die Qualität. Und übrigens gleich gesagt, wenn ihr irgendwie einen eigenen Kanal habt oder jemanden kennt, der wirklich gute Videos macht, dann schreibt ruhig an admin@gamingclerks und wir schauen uns das Ganze mal an. Ansonsten werden wir uns die aber größtenteils selber suchen. Aber gerade die Leute, die nur 200 Abos haben, die zu finden, ist schon eine Kunst. Ja. Gut, soviel erstmal zur Allgemeinnetzwerkgeschichte. Kommen wir mal ein bisschen was zum Layout. Wir haben die Navigationsleiste oben ein wenig entschlackt. Da fehlt jetzt zum Beispiel das Archiv und auch das News-Archiv. Dazu gleich ein wenig mehr. Erstmal beim normalen Archiv. Das hat sich eigentlich nur verlagert und ist jetzt hübscher, wenn man so möchte. Vor allem schneller und ja, besser. Ja, auch schneller. Wenn man jetzt hier links bei Originals guckt, da seht ihr Archiv. Wenn ihr da draufklickt, bam, wunderbar ausgefahren. Alle Formate, die wir haben. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel auf Ausgepackt klicken, paff, sofort alle Ausgepackt, dynamisch geladen, ohne dass die ganze Seite neu geladen werden muss. Bei den Netzwerkvideos ist das noch nicht, weil macht noch keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Wir haben aktuell eben nur Kai drin, aber sagen wir so, sollten wir irgendwie mehr als jetzt 3 Netzwerkpartner drin haben, dann kommt da eine Sortierfunktion rein. Kommt da wahrscheinlich eine Sortierfunktion rein. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es umsetzen, aber wir haben schon ein paar Sachen eingebaut in der Hoffnung, dass es später uns hilft. Die News sind einen weitergewandert in die Sidebar. Das hat auch schlicht und ergreifend den Sinn. Wir wollen diese News immer noch haben, auch weil wir hin und wieder gerne auch interne Sachen so publizieren. Aber wir sind keine News-Seite und seien wir ehrlich, und das ist jetzt nichts gegen unsere News-Schreiber, die haben tolle Arbeit gemacht,
wir können nicht alle 30, 40 News abdecken, die am Tag kommen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist die wichtigen News abdecken und die internen Geschichten, also so wie es bisher eigentlich auch lief. Es ist halt ein kleiner Zusatz. Das sind die News jetzt. Und deswegen sind sie jetzt hier rechts ein wenig schmaler, ein wenig kompakter in der Sidebar. Die Sidebar ist übrigens auch eine Geschichte, die ist aktuell jetzt noch wieder ein wenig voller geworden. Das Ziel ist es aber, diese Sidebar komplett zu entschlacken. Im Optimalfall soll da eigentlich gar nichts sein, außer die Werbung. Werbung soll da sein. Die Werbung wird eben noch bleiben, aber eben die Sidebar sozusagen, wie sie da ist, soll irgendwann verschwinden. Und genau. Dann eben auch mit dem neuen Design, was eigentlich für 3.0 geplant wäre, irgendwie da so verwenden, den neuen Dies erweiterten Platz. Selbiges gilt übrigens, habe ich es gesagt, selbiges gilt auch für die Navigationsleiste, auch die soll verschwinden. Genau, die Navigationsleiste oben mit Home, Forum, Losbude etc. soll komplett verschwinden, die soll auch weg. In anderen Worten, wir wissen einfach, dass unsere Designs bisher immer ein wenig verspielt waren, es sei denn, jemand hat mir dazwischen gefunkt, dann war vielleicht mal der Hintergrund grau oder so ein Scheiß, das soll es mal gegeben haben. Boah, der graue Hintergrund ist der schlimmste von allen gewesen, das sag auch ich, da bin ich komplett auf deiner Seite. Ja. Nein, aber wir alle, die irgendwo wissen, was meine History von Webseiten ist, der weiß, dass ich sehr bunte und verspielte Seiten mag. Deswegen eben auch dieses Archiv mit nur großen, schönen Buttons und eben deswegen auch dieses Netzwerk und das Original, schön groß und bunt. Ich mag es bunt. Ganz das Ganze mit dem Archiv hat aber auch noch eine andere Geschichte. Es ist auch tabletfreundlicher, möchte ich mal anmerken. Es ist auch eine Geschichte. Und wie gesagt, die Seite muss auch mal ein bisschen entschlackt werden, weil jüngst war sie doch ein wenig überladen. Und ja, jetzt ist sie noch ein wenig mehr überladen, aber wartet ab. Die Sidebar kommt ja raus. Ich finde sie, also ich persönlich, es ist sortierter. Sie jetzt nicht schlimmer überladen. Nein, es ist sortierter, aber es ist doch ein bisschen mehr, was jetzt noch da ist. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wenn ein neuer User auf diese Seite kommt, zum ersten Mal macht er zuerst so, hä? Aber ich denke, er wird sehr schnell die Vorteile erkennen und dann sagen, okay, das ist genau. Okay. Das ist kein Problem. Übrigens, wir haben ja schon gesagt, dass das Archiv dynamisch ist. Da ist ja noch was dynamisch, wenn ich runterscroll. Ja, und zwar der Mehr-Laden-Button, auch schon bekannt von YouTube, von der Startseite. Das ist die einzig gute Sache, die wir übernommen haben. Und zwar, wenn ihr da draufklickt, dann werden dynamisch sofort weitere Einträge, zum Beispiel aus der Kategorie, die man gerade ausgewählt hat, im Filter geladen. Ebenso eben auch bei den Netzwerkvideos. In anderen Worten, das Blättern ist verschwunden, einfach weil es ist so eigentlich angenehmer. Stellen wir uns vor, da wären jetzt zwei kleine Menüs nochmal mit Blättern und so für jeweils Netzwerk und Originals. Das wird irgendwo scheiße aussehen. Und sagen wir ganz ehrlich, ihr sollt damit halt die Videos der letzten, sagen wir mal, 2-3 Wochen wieder verfolgen können, falls ihr mal irgendwie nicht da wart oder nochmal gucken wart, was da war. Wer jetzt wirklich suchen möchte, der benutzt das Archiv oder die Suchfunktion, die aktuell noch über Google läuft, ist nicht optimal, die Google-Suche, aber sie funktioniert zumindest. Auch da werden wir noch dran arbeiten, aber Hauptsache, sie funktioniert erstmal. Ja. Das große Ding ist einfach vor allem, ihr habt oft gesehen, dass wir natürlich uns ein wenig verrannt haben mit dem Design. Ich erinnere mich einfach daran, das Archiv von den ganzen Videos war dann so, dass irgendwie nur die linke Seite da war, die rechte Seite, wo die News waren, war dann komplett leer und all so ein Schnickschnack. Ah. Das haben wir jetzt einfach dadurch nicht mehr. Es soll halt alles in Zukunft ein Tick durchdachter werden. Das sind jetzt die ganzen Änderungen zwecks Hauptseite. Übrigens, der Taler-Counter ist auch weg. Ja, genau. Also nicht der Taler-Counter von euch. Nein. Das wäre traurig. Nein, der Gesamtanzahl von den Talern, die wir eben alle zusammen schon gesammelt haben, der ist jetzt weg. Weil wir wissen, wir haben eh schon scheiße viel Taler gesammelt. Das brauchen wir nicht mehr. Die normale Taleranzeige ist hier links noch normal da. Ich bin nur nicht gerade eingeloggt, sonst wäre sie normal angezeigt worden. Die verschwindet aber übrigens bald auch. Ja, die verschwindet ebenfalls auch und verschmilzt mit der Sidebar und der Navigationsleiste in einen Blob. Sagen wir es mal so. Unglaublich, ja. Es wird so wundervoll. Man muss dazu auch sagen, bezüglich nochmal den Talern, die Taler für die News werden verschwinden. Es werden dann Taler, also die von den News wird dann umgesetzt für die Netzwerkvideos. Bedeutet, damit ihr eben einen Taler bekommt, müsst ihr dann ein Netzwerkvideo gucken und nicht mehr eine News. Nur mal so viel zur Info. Sollte aber kein Problem sein, da Kai extrem fleißig ist und so jeden Tag ein Video rausbringt. Ja. So, die zweite Geschichte. Auf die Unterseite. Genau. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal auf Resident Evil Operation Raccoon City und da seht ihr, es ist ein großes Video, welches geladen wird. Und da kommen wir erstmal eine Sache nach, und zwar etwas, was ihr schon lange gefordert habt und wir eigentlich auch immer eingesehen haben. Wir haben es nur nicht umgesetzt. Ja, vor allem, ich muss auch zugeben, ich hatte auch bisher noch nicht so die Idee, was ich jetzt da machen soll, damit das größer wird. Ja, da ich mir gedacht, die Idee ist eigentlich so simpel, wie sie umgesetzt ja, einige wurde. Sind einfach so, rein theoretisch, so vom Platz her, die Kommentare müssen ja gar nicht breiter werden. Es muss eigentlich nur das Video. Und es sieht ja eigentlich sogar auch besser aus, weil da ist hier rechts auch kein Platz mehr frei ist bei den Kommentaren. Warum haben wir es eigentlich größer gezogen? Das ist ganz simpel. Seien wir doch mal ehrlich, wenn man sich die Videos jetzt angeguckt hat von zum Beispiel Resident Evil, dann hat man das Video in Vollbild gemacht, weil in klein sah das scheiße aus, man hat kaum was erkannt. Und jetzt hat man zumindest eine Standardgröße, bei der man auch nicht Vollbild machen muss, um noch genug zu erkennen. Seien wir mal, wie es ist.
Die Größe ist übrigens perfekt abgestimmt auf Netbooks oder auch Tablets. Ihr habt da überhaupt kein Problem. Insofern euer Tablet natürlich Flash. Ne? Also alles, was nicht Apple ist. Ja, aber Netbook-User zum Beispiel, ihr braucht kein Vollbild mehr. Wenn ihr hier runterscrollt, dann ist das hier quasi schon fast Vollbild. Ja, es ist einfach größer und es ist viel angenehmer, so die Videos auch zu gucken. Ja, natürlich wieder eine Umgewöhnung, aber man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Ich einmal drauf geklickt und ich war schon zufrieden. Ja, siehste, so soll es sein. So genau solche Sachen wollen wir von euch auch dann hören. Genau, bei den Kommentaren hat sich aktuell noch nichts geändert. Auch das ist eine Baustelle, aber schauen wir mal, wie sich das noch tut. Ich gehe mal zurück zur Hauptseite. Ja, ansonsten habe ich irgendetwas vergessen, gerade bevor ich jetzt zum Abschluss komme? Nein, ne? Man könnte eigentlich noch erwähnen, sozusagen, der Vorteil natürlich erstmal ist, dass diese Videos jetzt von Netzwerk hier sind, damit ihr erstmal alles findet, was wir eben übrigens gut finden. Ja. Natürlich, wie schon gesagt. Und aber auch, dass wir eben zum Beispiel nutzen können, sowas wie den Feature-Banner, den wir oben haben, um auch bestimmte Partner-Videos hervorzuheben. Natürlich. Stellen wir uns mal vor, Kai macht das irgendwie so ein absolutes Übervideo, was extrem lustig und absolut super ist. Soll ja können wir auch sagen. Ab in Feature-Banner damit eben noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Genau. Ebenso viel wichtiger natürlich auch für die Leute, die wir dann später drin haben wollen, die wirklich Berichte machen und dann wirklich 3 Tage am Stück an so ein Video arbeiten, dass die eben auch irgendwie hervorgehoben werden. Genau. Das heißt, wir wollen einfach auch vor allem mit der Netzwerksgeschichte Leute pushen, die eben vorher keine Chance hatten. Denn wir wissen, als Gaming-Talk selbst wissen wir einfach, wie schwer es ist, keine Let's Plays und keine Simulatoren-Videos am laufenden Band zu machen und trotzdem irgendwie sich durchs Leben zu schlagen. Es ist nicht einfach, aber es durch das virtuelle YouTube-Leben. Ja. Es ist wirklich leider so, dass eben diese Bullshit-Sachen doch öfter und besser ankommen auf YouTube. Einfach deswegen, weil man findet anderes nicht so schnell. Und das wollen wir ändern. Das ist unser Ziel. Ja, also mehr wie gesagt, für Leute, die jetzt zum Beispiel die Videos von De Emero halt unfassbar gerne mögen und auf YouTube manchmal rumfluchen, dass sie jetzt durch das neue Design irgendwie untergehen, GamingClux.de benutzen, da habt ihr alles und unseren wunderbaren Qualitätscontent auch noch, was jetzt nicht heißen soll, dass Kai's Content nicht Qualität ist. Nee, jetzt hab ich, naja, was soll's. Ihr wisst, was ich meine. Wir wissen alle, was du meinst. Eine Sache wollen wir noch erwähnen, und zwar, wie gesagt, das ist GamingClux 2.7, inwiefern das wie auch immer GamingClux 3.0 so wird optisch. Wir wissen es nicht, wo 3.0 in irgendeiner Weise optisch hingeht. Das ist jetzt einfach nur ein Feature, welches wir ursprünglich erst mit 3.0 starten wollten, die Netzwerkgeschichte. Jetzt haben wir sie vorgezogen und deswegen halt irgendwie in dieses Layout noch eingebunden. Und ich finde, das sieht optisch auch sehr schön aus. Aber wie das Ganze mit 3.0 aussehen wird, wir wissen es nicht. Und wir wissen auch nicht, ob das ein wirklicher Umschwung im Layout wird oder ob das eine schleichende Entwicklung wird. Ich denke, es wird die eher auf schleichenden zu sich bewegen, einfach weil allein das sehe ich jetzt schon an, wie 50% 3.0, theoretisch. Der Rest wird ja, keine Ahnung. Es wird anscheinend noch anders angeordnet werden und sowas, aber grundsätzlich so die Idee einfach ist schon sehr final. Ja, für dich, ja. Wenn wir eine großartige Idee bekommen auf einmal, wo wir sagen, boah, das müssen wir jetzt ja doch noch machen, dann... Ja, wie gesagt, mal abwarten, wo das mit 3.0 hingeht. Wie gesagt, Sidebar geht jetzt noch, Sidebar, Navigationsleiste und die Talerbar links, das wird noch ein Blob. Und dann gucken wir mal, wo wir mit 3.0 hingehen. Da werden wir uns zusammensetzen mit einer Fritz-Cola, ein Bier, ein Wasser, weiß Gott was und mal gucken, wo es hingeht. Genau. Gut, ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nein. Wenn nicht, dann... Ja. Gut. Haben wir es erwähnt mit denen, dass sie sich melden können und so? Ja, habe ich schon. Das war am Anfang. Ja, wir haben bei dieser Version die Reihenfolge komplett umgedreht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Gut. So, deswegen beende ich das jetzt einfach. Nee, ich beende. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Update. Und ich drücke auf den Stopp-Knopf. Wahnsinn. Diese Technik.